Lieben, hier ist Nathalie mit den Wochenkarten. Heute mal 4 Wochenkarten für die kommende Woche. Zuallererst habe ich eine englische Karte. Da heißt es, the person you're asking about is trustworthy, was so viel heißt, wie wenn ihr euch in Beziehungen mit anderen Menschen vielleicht fragt, sei es jetzt Freunde, sei es jetzt vielleicht ein neuer Mensch, der in euer Leben gekommen ist, in irgendeiner Form oder vielleicht auch Familie, Arbeitskollege, was auch immer, dass ihr euch vielleicht gefragt habt, könnt ihr dieser neuen Freundschaft oder dieser neuen Beziehung, könnt ihr da vertrauen? Die Karte kam jetzt nicht umsonst, weil wir Menschen sind im Prinzip ja auf der Basis von Beziehungen hier unterwegs, um uns selbst kennenzulernen. Und das ist natürlich, da ist eine Beziehung oder das sind Beziehungen in jeder Form natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das beschäftigt uns natürlich. Letzten Endes ist es so, dass wir ja aufgrund unserer eigenen Geschichte, die wir haben und der Erlebnisse, die wir auch mit anderen Leuten natürlich mannigfach haben, ist es natürlich dann oft so, dass wir sagen, jetzt habe ich schon so und so viel Blödsinn erlebt in allen möglichen Varianten. Jetzt lerne ich gerade wieder jemand neu kennen oder ich lasse jemanden in mein Leben, kann ich dem Ganzen vertrauen? Also es ist eine absolut legitime Frage, die wir Menschen natürlich als völlig normal uns stellen. Mehr oder weniger bewusst oftmals. Und die geistige Welt will einfach wirklich eure Sinne da so ein bisschen schärfen. Auf der einen Seite, dass sie sagen, hört auf euer Bauchgefühl, schaut wirklich hinter die Fassaden der Menschen. Da erblickt man ganz oft Dinge, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, in jeder Form. Ja? Eure Intuition führt euch sowieso. Ihr habt in der allerersten Sekunde, wenn ihr jemanden seht oder wahrnehmt, wir nehmen Menschen ja mit allen möglichen Sinnen wahr, also auch mit mehr Sinnen, die uns jetzt hier mit unseren 5 Sinnen sozusagen da, die wir da so klassisch haben, wir nehmen Menschen auch mit ganz anderen Sinnen noch wahr. Wir nehmen die Energie wahr und so weiter. Und das ist oft wirklich genau aber der entscheidende Punkt. Ja, die Energie eines Menschen. Fühle ich mich mit jemandem wohl? Oder eher nicht. Ja, das ist was man auf jeden Fall mal betrachten sollte. Sie sagen, sie geben euch auf jeden Fall das Zeichen dahingehend, dass die Personen, die in euer Leben kommen, vertrauenswürdig sind. Wenn ihr ein Bauchgefühl habt, das euch irgendwie sagt, oh nee, irgendwas ist da total off oder ich fühle mich mit der Person überhaupt nicht wohl, dann guckt halt einfach genauer hin. Ja. Das ist auf jeden Fall dann so zu betrachten. Geht wirklich nach eurem Gefühl. Aber die geistige Welt wird euch helfen, einfach das wirklich auch auseinander zu klabüstern. Wer ist jetzt wie? Wer tut euch wie sozusagen? Tut er euch gut oder nicht gut? Ja, da dürft ihr jetzt eine neue Stufe der Erkenntnis erklimmen, dass ihr einfach wirklich auch merkt, wie fein eure Sinne da sind. Ja? Also geht nicht einfach nur so von euren Augen aus oder von dem aus, was die Person euch sagt, sondern spürt die Person. Ja? Und ihr werdet merken, tut mir diese Person gut oder nicht. Ganz wichtig. Die zweite Karte ist, finde ich, eine wunderschöne Karte, allein schon vom Bild, da ich ja Schmetterlinge sehr liebe. Ihr könnt es vielleicht nicht ganz so gut sehen wie ich jetzt gerade. Aber ich schwelge schon wieder und da heißt es, mach mit. Das ist eine Karte, die sagen soll, dass man sich auf Dinge, Situationen, neue Umstände, die man kreiert hat, auch wirklich einlassen soll. Einlassen im Sinne dessen, dass man wirklich committed, dass man sich wirklich mit dem Ganzen auf das Ganze wirklich einlässt. Das Wort habe ich jetzt gesucht. Ja, und es kann natürlich im Zusammenhang mit der ersten Karte auch bedeuten, dass ihr euch vielleicht auf eine Beziehung neu einlasst oder auch richtig einlassen sollt, dass ihr euch auf eine neue Freundschaft wirklich einlassen sollt, dass ihr euch, sagen sie jetzt, auf jeden Fall aber natürlich auch auf eure innere Führung wirklich einlassen sollt. Wir hatten es gerade mit der
mit der Intuition, die ja eure innere Führung ist, euer Bauchgefühl ist eure innere Führung, die spricht mit euch, lasst euch wirklich darauf ein und guckt wirklich, was da dann zurückkommt, ja, von anderen Personen, was da zurückkommt, wenn ihr euch wirklich darauf einlasst, wenn ihr euch darauf einlasst, die Menschen und Situationen in eurem Leben auch wirklich mit den Augen eurer inneren Führung zu sehen, nämlich das Beste an den Personen zu sehen zum Beispiel, auch an euch selbst selbstverständlich zu sehen, dann seht mal, was da zurückkommt. Viele, viele positive Dinge kommen da zurück. Ja? Und das Verhalten der anderen Personen wird sich auch entsprechend positiv entwickeln. Das ist so. Oder positiv bleiben, sagen wir es mal so. Die Erinnerungen als nächste Karte spricht ein bisschen davon, dass ihr euch gerade auch im Hinblick auf Beziehungen zu anderen Menschen, sei es jetzt Familie, Freunde oder Beziehung oder Kollegen, was auch immer, dass ihr euch da auf Dinge fokussiert, die ihr mit den entsprechenden Personen erlebt habt, die positiv sind. Dass ihr euch da mal wieder so ein bisschen drauf besinnt, was ist es denn eigentlich, also wenn ihr Historie mit irgendjemandem habt, dass ihr euch wirklich fragt, was ist es denn eigentlich, was ich Tolles erlebt habe mit der Person. Ja, dass ihr euch an schöne Dinge, an schöne Zeiten erinnert. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn Beziehungen zu anderen Menschen ins Spiel kommen, dass ihr wirklich sagt, Mensch, manchmal da verfällt man dann einfach dazu, dass man Menschen in bestimmte Schubladen reinsteckt, dass man das Verhalten der Personen natürlich dann in bestimmte Schubladen reinsteckt und dadurch natürlich dann von den entsprechenden Personen auch wieder entsprechendes Verhalten neu anzieht, weil man hat die ja auf einem, in einer bestimmten Erwartungshaltung. Man erwartet gewisse Verhaltensmuster von bestimmten Personen. Das bekommt man natürlich dann auch gut präsentiert, wenn man diese Erwartungshaltungen beibehält. Und insofern könnt ihr an euren Erwartungshaltungen sehr, sehr gut schrauben in die richtige Richtung, indem ihr euch wieder auf die positiven Dinge fokussiert. Ja, oder auf die Dinge fokussiert, die euch an der Person jetzt neu toll auffallen, die ihr mögt, die ihr schön findet. Wenn die Vergangenheit jetzt nicht die allerlängste ist, ja, und wenn ihr da vielleicht noch nicht so einen wahnsinnig großen Erfahrungsschatz habt mit der Person, dann ist es wichtig, dass ihr euch natürlich auf die positiven Dinge einlasst, die euch auffallen. Ja? Sie sagen final jetzt die vierte Karte, also die vier Karten deshalb, wie gesagt, weil die zwei mittleren Karten sind penetrant, mir gleich vor die Füße gefallen. Das war offensichtlich wichtig, beide zu bringen. Und die vierte Karte ist jetzt eine Karte, die zur Ruhe kommen heißt. Und da so ein süßes Bild ist von so einem Baby, das da so ganz lieb, nett anzusehen, da in so einem Baum schläft und die Tiere außenrum, sie haben mir jetzt gerade diese Karte ganz besonders gezeigt, also dass die Bedeutung der Karte ist jetzt eher von der Karte eben selbst zu entnehmen. Es ist so, dass dieses Baby da schläft in aller Ruhe. Das Baby sieht aus wie so eine kleine Fee, hat auch zwei kleine Flügel, falls ihr es nicht so gut sehen könnt. Und die Tiere außenrum, die beobachten das Baby beim Schlafen. Und das, da geben sie mir jetzt so diese Information, dass es so ist, wenn ihr euch ausruht, dann seid ihr wirklich sehr, sehr kooperativ für die geistige Welt, dass euch auch geholfen wird. Dass definitiv auch Dinge dann in Gang gebracht werden, während ihr schlaft und euch ausruht und euren Geist ausruht, das soll ich ganz klar dazu sagen, die Dinge, die sozusagen positive Dinge, die ihr mit ganz viel Gedöns und Aktion gar nicht so gut hinbekommen hättet. Ja, also ganz wichtig, dass ihr ausgeglichen seid, dass ihr wirklich, auch wenn ihr ganz tolle Sachen vor euch habt, ganz tolle Pläne irgendwie habt, es ist wichtig, dass ihr euch da auch nicht übernehmt, sondern dass ihr wirklich in jeder Form euch ausgleicht, dass ihr für Ausgleich sorgt und Ausgleich schafft und euch wirklich entsprechend und ausreichend ausruht. Ausruhen bedeutet, euren Geist eben auch wirklich, nochmal soll ich sagen, zur Ruhe zu bringen. Ja? Euren Geist einfach nicht dauernd angestrengt laufen zu lassen und
damit dann im Prinzip mehr Verwirrung bzw. Herausforderungen zu schaffen dadurch. Ja, also ausruhen, ganz, ganz, ganz wichtig für die kommende Woche. Und dabei wünsche ich euch jetzt natürlich ganz besonders viel Spaß. Nehmt euch wirklich Zeit für euch, kümmert euch um euch, fühlt in euch hinein und dann kann überhaupt nichts schieflaufen, ihr Lieben. Also ganz viel Spaß dabei und ich freue mich natürlich dann auch wieder auf euch und nächste Woche. Tschüss.